Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Speichern und weiter bitte. Wir sind wieder bei Bowser. Wir dürfen wieder als Peach spielen. Finde ich super. Also die Zwischensequenzen mit Peach finde ich echt gut. Ein bisschen Abwechslung. Hey Twink, wollen wir uns nochmal von hier rausschleichen? Wollen wir es wagen? Prinzessin Peach, du bist so wagemütig geworden. Und ich dachte, du wärst so sanftmütig und zerbrechlich. Oh, ich bin zerbrechlich? Ich benehme mich wie eine wohlerzogene Prinzessin, so wie ich es von dem Mini-Stern gelernt habe. Ich bin gerne zerbrechlich. Okay, ich glaube dir, Peach, du bist eine Prinzessin. Aber egal, lass es uns tun. That was he said. Hört doch überhaupt nicht auf. Dass auch niemand hinterfragt, dass Peach ständig aus ihrem Zimmer rauskommt. Irgendwann geht's doch schief, definitiv. Und da wir mittlerweile schon 5 von 7 Sternen haben, ist es bestimmt nur nicht allzu lange Frage der Zeit, bis wir wirklich eine auf die Latz kriegen. Ist hier hinten eigentlich noch eine Tür? Nein. Da unten rechts war mal ja. Da war die Küche. Da oben rechts ist noch ein Gang. Hallo, ist jemand da? Oh nein, man hat mich gefunden. Wie, Prinzessin Peach? Ihr seid wohl auf, die Sterne sei Dank. Du bist doch ein Tod aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Prinzessin Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fortuno-Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Das ist nice. Lalalala. Ich bin gar nicht dir. Yes, zu. Das war knapp. Also ich glaube, ich bin hier einigermaßen safe. Dann muss ich wohl hier oben lang. Hoppla. Oh, es ist Prinzessin Peach. Wie ist sie nur herausgekommen? Mal wieder. Bin ich Bowser Täter am Rat, wenn wir sie nicht gleich auf ihrem Zimmer zurückbringen? Eine Sekunde, kriege ich wieder ein, ja? Kein Grund zur Panik. Sie kann ohnehin nicht aus dem Schloss entkommen. Du weißt doch, wir sind im Weltraum. Und wenn sie schon mal da ist, könnten wir sie ja fragen, ob sie an unserem kleinen Spielchen teilnehmen will. Sie wäre ideal und wir brauchen noch einen dritten Teilnehmer. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann mal los. Prinzessin Peach, habt ihr mitgehört? Hier entlang bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurer Flucht verraten, wenn ihr an unserem Spiel teilnehmt. Wir haben hier schon drüben alles vorbereitet. Oh nein, Prinzessin Peach! Ich möchte auch teilnehmen. Das Cooper Corps überrascht das 64. Trifa Quiz Finale. Ich bin Ihr Gastgeber, Herr Hammer. Wieso, wo bin ich hier gelandet? So, lassen Sie uns gleich beginnen. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wer die meisten richtigen Antworten hat, ist der Gewinner. Drücken Sie A, wenn Sie glauben, die richtige Antwort zu wissen. Der Gewinner erhält einen fabelhaften Preis. Ich wünsche ihm viel Glück. Oh, und noch etwas. Wir vergeben auch Preise für die Teilnahme, also ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Bereit? Erste Frage.
Wie lautet der Name des Endgegners im Vulkan auf Lava Lava Island? Also gut, Prinzessin Peach. Das ist Lava Piranha. Das ist richtig. Und gleich weiter zur nächsten Frage. Zweite Frage. Wo hält Meister Schnaufeler den Stern gefangen? Ey, so schnell konnte ich gar nicht drücken. In den Blütenfeldern. Das ist richtig. Okay, weiter. Dritte Frage. Wie lautet der Name des kugelrunden Monsters, das man in staubtrockenen Ruinen finden kann? Das ist... Chomp. Das ist richtig. Sie haben noch eine Chance für ein Comeback. Vierte Frage. Wie erreicht man die Blütenfelder? Also gut, Spiky Tom. So schnell kann man doch gar nicht drücken. Man muss das Blütentor passieren. Ich denke mal, das ist für die Story. Das ist richtig. Es kann noch jeder gewinnen. Fünfte Frage. In welchen Personen ist König Bowser verliebt? Also gut, Prinzessin Peach. In Mario. Das ist richtig. Und jetzt aufgepasst. Sechste Frage. Was ist untrennbar mit dem Blütenfelder verbunden? Also gut, Spiky Tom. Ich weiß es, Blumen. Das ist richtig. Und ich glaube, spätestens jetzt brauchen wir die Blumensamen. Die nächste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Siebte Frage. Wie lautet der Name des wundervollsten, unbesiegbaren, einfach guten Kerls auf der ganzen Welt? Also gut, Prinzessin Peach. Bowser. Das ist richtig. Jetzt gut überlegen. Die achte Frage. Wie heißen die Geister, die in... Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist... Buhu. Jetzt wird's schwierig. Neunte Frage. Wie lautet der Name des Bereiches südlich des Postamtes von Todd Town? Der Blumengarten? Das ist richtig. Und nun zur letzten Frage. Ruhig Blut. Zehnte Frage. Wo befindet sich derzeit der Pilzpalast? Auf Bowsers Festung. Das ist richtig. Das 64. Trivia-Quiz-Finale ist hiermit beendet. Und zwar mit einem Riesenerfolg. Der Sieger ist, wow, unser unerwarteter Gast Prinzessin Peach. Gratulation Prinzessin, hier ist euer Preis. Gelee Royal, nahrhafter Snack, stellt 50 Blumenpunkte wieder her. Prost. Danke, dass ihr alle erschienen sind. Es war ganz großartig. Wir sehen uns beim nächsten Trivia-Quiz-Finale wieder. Oh, Prinzessin Peach, was hätte ich es vergessen? Hier ist euer Preis für die Teilnahme. Mutierschirm, ein Schirm, den die Teilnehmer einer Quizshow erhalten. Das ist ein Mutierschirm. Wenn ihr jemanden anseht und B drückt, könnt ihr euch in diese Person verwandeln. Bist du dir 100% sicher, dass du mir, Prinzessin Peach, die hier gefangen ist, mir diesen Schirm gibt, indem ich mich in eine andere Person verwandle? Was könnte da schon schief gehen? Ihr müsst aber versprechen, dass ihr mit seiner Hilfe nicht im Palast herumsteigt. Ich verspreche nicht das, was ich nicht versprechen kann. Ich meine, niemand würde euch als Prinzessin Peach erkennen. Stellt euch vor! Tut mir leid, dass wir nun einen so geringen Preis für euch haben, Prinzessin. Aber es ist ja nur der Preis für die Teilnahme. Also, was erwartet ihr? Obvious. Kann ich mich in Bowser verwandeln, bitte? Och, was ist denn hier los? Hey, das sieht lustig aus. Ich will auch mitmachen. Was? Ihr seid schon fertig? Ach, was für ein Pech. Prinzessin Peach, was macht sie denn hier? Der hat sich schon wieder fortgeschlichen. Ihr bringt Prinzessin Peach sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir. Verzeihung, Prinzessin. Wir sorgen dafür, dass Bowser zumindest diesmal nicht unter deinen Rock schauen kann. Not again. Oh, wehe mir, mein schöner Schatz.
Was sagst du da? Kein Schatz der Welt ist es so wert. Kein Schatz der Welt ist so wertvoll wie das Leben. Sei dankbar, dass du entkommen konntest. Unfassbar. Diese Insel wurde einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt, weil Bowsers Leute am Werk waren. Aber bald wird das Beben abflaumen und Lava Lava Island wird wieder zu dem Paradies werden, das es vorher war. Aber mein Schatz. Lieber Mario, du hast nun schon 5 von uns gerettet. Nur noch ein paar mehr. Mein Name ist Mister. Lass mich dir meine Kraft leihen, die dir auf deinem Weg helfen wird. Mairos Sternkraft erhöht sich auf 5. Mairo erhält die Sternkraft Himmelskuss. Himmelskuss haucht wieder Leben in erschöpfte Helden. Ich muss nun in den Sternhafen zurückkehren, aber wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit rufen. Ich werde über dir wachen und für deinen Erfolg beten. Schon bald wirst du die Prinzessin wiedersehen. Hab Vertrauen, Mario. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Tüdeli! Oh, ich war so nah dran. Der Schatz, so nahe. Und da muss ich mich auch noch von einem großen rosa Seestern ausschimpfen lassen. Der große Seestern hatte recht. Sei froh, dass du überhaupt noch am Leben bist. Colorado ist mit nichts zufrieden. Apropos Schatz, wir wissen, wo der Schatz gelandet ist. Wir müssen ja eh nochmal den Knospi hin, weil der hat ja einen Blumensamm für uns. Und scheinbar brauchen wir den, um ein Tor zu öffnen. Zum 6. Kapitel. Bedeutet, wir haben da auch keine Abkürzung für den 6. Kapitel, weil dementsprechend der Eingang ja auch schon wieder in Tortown ist. Alle Wege führen nach Tortown. So, die bessere Frage ist ja, wo ist der Schatz? Immer nach oben. Hier ist er schon mal nicht. Ich denke mal, der ist irgendwo links. Da rechts. Eins von beiden. Ich glaube erstmal nach links. Wobei nach rechts kommen wir ja gar nicht. Doch von da kommen wir nach rechts. Irgendwann, wir müssen hier lang. Da haben wir ja Sushi das erste Mal bekommen. Vulkanvase, ein Schatz aus dem heißen Höhlen des Lavaberges. Und dann gehen wir noch mal kurz zum Knospi. Und holen uns den Blumensamen ab. Oh, hallo, wie geht's? Wie? Du möchtest den Samen? Oh, dich habe ich ja völlig vergessen. Ich glaube, jemanden namens Colorado. Du hast was? Tut mir leid, ich bin so großzügig, dass ich einfach jemanden etwas geben muss. Colorado, ich tausche gegen Vase. Ich brauche das. Ich brauche das, um das Story weiterzumachen. Also bitte geben Sie mir den Samen. Ich möchte auch gar nicht wissen, woher der Samen kommt. Ich tausche gegen Vase. Bin ich eigentlich vollgeheilt? Ja. Hier, bitteschön. Mario, gütiger Himmel, das ist der Schatz. Wie in aller Welt hast du... Nun, ich glaube, das steht jetzt nicht zur Debatte. Du wirst ihn mir doch geben. Du gibst sie mir? Ja, oh, wie absolut wunderbar. Guter Mann, du bist wirklich das Salz in der Suppe. Hat er mich gerade beleidigt? Ein Hoch auf dich. Ja, ich glaube, es ist nur gerecht, dass ich dir das hier als Dank überlasse. Einen Zaubersamen. Ein Knospi hat ihn mir gegeben, als ich die Gegend durchforstet habe. Ich bin mir sicher, dass es sich um einen besonderen wertvollen Samen handeln muss, aber ich habe kein Interesse daran. Jetzt, da ich den Schatz habe, erkläre ich diesen Abenteuer zu einem vollen Erfolg. Was für eine fantastische Expedition. Sie wird für immer in die Geschichte der Archäologie eingehen.
Nun denn, alter Junge, lass uns verschwinden. Auf nach Todd Town. Ja, das wird Zeit. Zurück nach Todd Town. Tschüss, ihr Yoshis. Ich werde euch vermissen. Ich komme euch sicher wieder besuchen, sobald ich die Abkürzung gefunden habe. Nee, du, ich will nicht. Oh man. Himmelskuss. 20 KP. Ja, aber ich will nicht. Deswegen fliehen. Und tschüss. Tüdelü. Nein, nu, no, not again. Menos Kindoi Bilnet. Geht weg hier. Dass ich dafür Blumenpunkte verschwenden muss, das ist doch nicht feierlich hier. Oh, ich krieg doch noch Erfahrungspunkte. Well, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber bevor ich in die Kanalisation gehe, werde ich mich definitiv einmal wieder hochheilen. Möchtet ihr nach Tochtern zurückkehren? Ja, bitte. Was für ein aufregendes Abenteuer. Adieu, Lava Lava Island. Vielleicht werde ich eines Tages zu deinen Ufern zurückkehren. Bitte lass die Yoshis in Ruhe. Ui. Och nö, nicht der Dude. Thunfisch. Der zurückbegangen. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin den ganzen Weg hierher geschwommen. Also gut, Mario. Wollt ihr jetzt so die Hocke voll? Das soll es niemals. Was? Warte, wohin gehst du? Warte, Mario, bleib hier. Komm sofort hierher, du Hasenfuß. Scheiße. Ich hätte vorher meine BP-Punkte auffallen müssen. Well. War ich nicht vorbereitet? Wie schnell kann er eigentlich schwimmen? Dem Himmel sei Dank, wir sind da. Die Thunfischfähre ist etwas, das ich nicht mehr in Anspruch nehmen will. Trotzdem danke für die Fahrt. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde erstmal nach Cooperheim zurückkehren, um ein wenig auszuspannen. Meine Frau wartet sicher schon. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen, alter Junge. Hoffentlich nicht. Google, komm Colorado und Paper Mario bald zurück. Schnauf, schnauf, schnauf. Ich werde nie wieder in meinem Leben schwimmen. Ich, Somalia, diesmal gehörst du mir. Ja. Schnauf, schnauf, jetzt geht's rund. Mach dich auf was gefasst. Oh nein, ich habe fast keine KP mehr und das nur wegen der blöden Schwimmerei. Das muss ich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwäche wettzumachen. Pass gut auf, mehr Kraft. Ich kenne alle deine Kampftechniken, Mario. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel, du kannst mich jetzt nicht angreifen.
Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Uhaha. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich meinen Orden gewechselt. Aber ich möchte dennoch einmal scannen. Das ist ja Junior Chupa. Er ist uns den ganzen Weg hinterhergeschwommen. Der Junge hat wirklich Nerven. Maximale KP 40, Angriffskraft 6, Verteidigung 1. Er fliegt doch immer, aber jetzt hat er auch noch einen Stachel am Kopf. Du solltest nicht auf ihn springen. Er scheint etwas stärker geworden zu sein. Glücklicherweise scheint er aber auch ziemlich verausgabt zu sein. Er ist sicher total erschöpft. Der kleine Kerl ist bis nach Lava Lava Island und zurückgeschwommen. Es ist besser, ihn aus der Entfernung anzugreifen, als ihn direkt zu attackieren. Mit dem Hammer kann ich nicht angreifen. Um Sternenwind, wenn nicht, dann jetzt. Hey, was zur? Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Ich mal schon. Du machst Schaden, aber guck mal, ich habe noch einen Donnerzorn. Den ich, ist aber für alle, den möchte ich jetzt nicht verschwenden. Dann setze ich jetzt einfach mal Sternensturm ein. So, und extra für dich. Kriegst du jetzt erstmal die Leviten gelesen. Und tschüss. Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganze KP verschwendet. Dann hätte ich meinem Handumdrehen besiegt. Ich bin so blöd. Ich gehe mich jetzt erstmal hoch ein und gucke mal, was für Orden es eigentlich noch gibt. Weil ich habe ja diesmal Glück mit der Ordenzahl. Also ich bin dafür, dass wir auch für unsere Teammitglieder wirklich tatsächlich mal in Erwägung ziehen sollen. Auch Fokus einsetzen zu können. Aber erstmal Gumbaro, deine Familie ist hier. Gumbaro, gut siehst du aus, dass du mir Mario ja nicht zur Last fällst, hörst du? Hey, ich falle ihm ganz sicher nicht zur Last. Ich helfe ihm die ganze Zeit. Wie schön, unser lieber kleiner Gumbaro hilft dem großen Mario. Ich bin so stolz. Das muss ich sofort deinem Vater und Goomba erzählen. Mario, du musst mal wieder bei uns vorbeischauen. Komm schon, hör auf, Mama. Das ist mir peinlich. Ich bin kein Kind mehr. Oh, sei nicht dumm, Kürbisköpfchen. Ich sage doch gar nichts, was dir peinlich sein müsste. Ich liebe dich und das ist alles. Darf denn eine Mutter nicht stolz auf ihre Kinder sein? Oh Mama, immer musst du mich wie ein Kind behandeln. Nee, Gumbaro wird ausgeschimpft. Halt die Klappe, Gumbaria. Weh, Mama, Gumbaro ist gemein zu mir. Mario, bitte pass gut auf meinen Bruder auf, okay? Komm schon, wir sind in Eile, Gumbaria, ernsthaft. Manchmal bist du so unausstehlich. Klappe. Schön. So, zu der Röhre gehe ich in der nächsten Folge. Wir haben nämlich schon 24 Minuten. Ich gehe mich jetzt nur kurz im Ordensshop mal umgucken. Dann gehe ich mich heilen und in der nächsten Folge Postamt. Erhöht die Gesamt-PP um 5. Das ist eigentlich gut. Ich habe das Action-Kommando-Angriff plus 1 sonst 0. Nein. Mit dem richtigen Timing triffst du alle Gegner nacheinander. Ja, bitte.
Und dann nehme ich das hier noch. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Jetzt, wo es nur eins ist, wenn ich jetzt zurückgehe. Ist da was Neues? Nein. Okay, dann gehe ich mich jetzt kurz auffrischen. Und dann war es schon für diese Folge. Oh ne, das ist Colorado. Nein, mir bleibt auch nichts erspart. Hallo Mario. Unser Slogan lautet, erfrische Körper und Geist. Möchtest du dich auch so? Ja, bitte. Schlafe gut und träum was Schönes. Hast du gut geschlafen? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, Tüdelü.